Guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Stream. Ja, ich dachte zuerst, dass ich den Stream mit Garuga alleine machen müsste. Aber ja, schön, dass doch noch ein paar Leute da sind. Willkommen, auf jeden Fall Garuga, Glacians, Nixios und Tregios. Hallöchen und auch an alle Leute, die vielleicht gerade eben bloß passiv zuschauen oder sich eben nicht im Chat befinden. Auch an euch. Schön, dass ihr da seid. Willkommen. Und ja, wir wollen heute ein bisschen smashen. Ich meine, sind schon 6 da. Ja gut, der Twitch-Anzeige kann man auch nicht trauen, aber ja. Jetzt schon, ich sag's mal so. Ah ja, wie gesagt, schön, dass ihr da seid. Möchtest du vor Smash nochmal auf die Monster an der Seite gucken? Ist da was passiert? Können wir gerne machen. Ich wollte nämlich gerade noch nachfragen. Können wir gerne tun. Hab ich nichts dagegen? Ich kann da noch alles einstellen. Ja, okay. Ja, mal sehen. Dann machen wir das. Einen Moment, ich muss hier bloß alles dann dafür einstellen, dass das passt. So. Wo haben wir es denn? Also die Seite so jetzt gerade da. Da haben wir sie. Na dann. So. Soll ich die Musik dafür ausschalten? Ich weiß es nicht. Schauen auf jeden Fall rein. So. Der Browser wird natürlich wieder nicht angezeigt. Das ist ja klar. Hätte mich auch überrascht. Nein, das ist der Chat. Nicht ganz das Richtige, so. Okay, dann schauen wir doch mal. Ach ja, guck mal, da ist sogar die offizielle Webseite des 15. Schauen wir doch mal hier drauf. Was hat sich hier getan? Okay. Was ist das denn? Das sind... Okay, das sind sehr viele Monster. Nergigante? Okay, Gore... Silberratter? Nee, das ist Waldstrax, oder? Kushala? Aha, Brachydios, Nagakuga, Zinogre, Glavenus, Tigi, das sind sehr viele. Seregios, Hallöchen, Sarius. Das sind sehr viele Monster. Brachy, was ist das? This year marks 15 years since Monster Hunter was first released. Ja, das ist Waldstrax, okay. Und das heißt... 15th anniversary of Monster Hunter Series. This year marks 15 years since Monster Hunter was first released. First and foremost, we would like to thank all the fans who have played, loved and supported the Monster Hunter Series for the last 15 years. Truly, thank you all so much. This anniversary is not only about memories, but Monster Hunter's continuing story. Thanks to the numerous titles and events held all over the world, Monster Hunter has grown to become more than just a game. Ich dachte zuerst, dass es ein neues Monster ist. Es neben Vratalos ist Fatalis. Ah, okay. Habe ich jetzt nicht ganz genau geschaut. Das wäre natürlich auch gut, da irgendein neues Monster zu verstecken. Whether it's monstrous theme park attractions or cool and cuddly merchandise, none of this would have been possible without you, the fans. All you hunters out there play a more important role than you might think. You all represent the final stage in our game's development. How you might ask? Well, think back at your experience with Monster Hunter. For example, finally getting the game in your hands. Eagerly turning on the console and choosing your weapon as your heart beats like a drum. Or being on the edge of your seat, getting mind-boggling frustrated. Feeling victorious when you succeed or crushed when you're defeated. Yet continuing to play. Going in solo or hunting with friends, making new friends and hunters far away. When you've poured your heart into the game, only then can we say the game is complete. And that's how we want to continue Monster Hunter's legacy, together as one. That has been the greatest source of power, encouragement and comfort for us. We have been blessed with an ever-changing landscape you created for us, with settlements like Monster Hunter is awesome, I want more.
that never ceases to amaze us on this wild ride. From here on out, Monster Hunter will continue its journey. We won't tell you to come along with us, nor will we say we will follow you. Let's go on toward together, towards a more entertaining and more innovative Monster Hunter. Monster Hunter that exceeds beyond our wildest dreams and even further. Monster Hunter will stay with you no matter what. We appreciate and thank you for all you have done so far. We are so excited about the future, and we hope to you are too. Sincerely, the Monster Hunter Series Staff. Das ist cool. Süß. Da steht ja gar keine Danksagung an Dragon, der größtenteils durch immer eine ganze Community aufgebaut hat. Naja, ich bin vielleicht doch ein bisschen klein, ne? Ach, okay, das ist Fatales. Ja, okay, wegen den Hörnern, macht schon Sinn. Okay, das ist süß. Das ist definitiv süß, aber bloß für eine kleine Danksagung. Das ist schön. Guten Abend an alle und guten Abend an Dragon. Außerdem sorry, dass ich gestern nicht dabei war. War gestern ein sehr anstrengender Tag und war sofort weggepennt, sobald ich zu Hause war. Außerdem laggy. Kein Problem und willkommen, Dragonhand. Und ja, da ist nochmal das Bild, was sehr, sehr toll ist. Was ist das da? Das sieht doch auch nach irgendwas aus, oder? So im Hintergrund. Das HD-fatales Design ist schon verdächtig, ja. Also, Was habt ihr geplant? Aber ist schon sehr cool. Ich meine, mal sehen, was sie dann wirklich so in Zukunft machen werden. Aber nette Sache, auf jeden Fall. Nette Idee. Zumal, wann war Fatalis denn Flagship-Monster? Er passte eigentlich nicht rein. Ist schon richtig. Ja, wow, ja, waren alle Flagship-Monster. Das ist wahr, stimmt. Das sind die ganzen Flagship-Monster. Ist mir jetzt so gar nicht aufgefallen. Und dazu Rathalos fehlt. Richtig. Naja, vielleicht irgendwann. War Fatalis vielleicht Flagship-Monster bei irgendeinem Monster Hunter, was wir in Europa nicht kennen? Da bin ich mir jetzt eben gerade nicht ganz sicher. Weil, okay, du warst Monster Hunter 2, nicht wahr? Ich weiß es gerade nicht. Vielleicht so Monster Hunter G oder so irgendwas. Irgend so eine Erweiterung, die wir vielleicht nicht kennen. Keine Ahnung. Ah ja, auf jeden Fall schön gemacht. Fatalis wird Iceborne Flagship. Das wäre schon cool, muss man sagen. Würde ich nichts dagegen sagen. Definitiv. Okay, nette Sache. G war zu, Rathalos. Ah, okay. Also auch. Aha. Weil zu Rathalos war ja generell auch Trial Ultimate, deswegen. Interessant. Gut. Schön. Ich denke mal, das war dann auch das, was wir davon erwarten können. Vielleicht tut sich da noch mal was in Zukunft. Aber im Moment wäre es das auf jeden Fall mal für das 15. Universum. Ich glaube, eher der merkwürdige Schatten da. Ja, das könnte auf jeden Fall sein. Ich denke auch, dass es damit noch irgendwas zu tun hat. Und guten Abend, Touch Me. Willkommen. Ja, schön. Das ist definitiv schon sehr, sehr schön. Mal sehen. Ich meine, wir sind auf jeden Fall dabei in der Zukunft von Monster Hunter. Würde ich jetzt mal sagen. Und mal sehen, was sich da noch alles tut. Mal sehen, wer sich da noch dazu tummelt zu den ganzen Monstern hier. Gerade den Flagship-Monstern. Wird noch sehr interessant, die ganze Reise. Mal sehen. Aber das Bild ist auch sehr, sehr schön. Muss man sagen. Ist schön gemacht. Irgendwo ist, da ist auch noch ein Bild von Fatalis von vorne. Hier meinst du es auf der Seite, oder wie? Ich würde keins sehen. Komplett vergessen, dass heute das Mass-Stream ist. Bultrom müsste da noch hin, gibt kein ikonischeres Monster. Natürlich. Der muss eigentlich ganz groß über das gesamte Bild. schön. Ja gut, und Iceborne ist natürlich die nächste große Sache, die wir erwarten können. Mal sehen. Bin ich sehr gespannt drauf. Das wird sicherlich eine gute Sache. So, damit hätten wir auf jeden Fall das. Irgendwo auf der Seite habe ich eins gefunden, okay.
Interessant. Habe ich jetzt gerade so mehr HD Fatalis? Ah ja. For those unaware, Fatalis has some of the other elders. And some of the other elders have been classified as forbidden. And the devs never mentioned them by name. It's been a cool lore thing they've done for years. So that's why it has impact that they are saying Fatalis out loud for 15th anniversary. Okay, nice. Ah, stimmt, das ist schon so, ne? Ah, interessant. Oh, schickes Bild, können wir auch nochmal, weil gerade eh noch dran sind. Dö, können wir nicht, weil mein Browser ist weg da. Krasse Fatalis. Also, es ist echt ein Bild, das es da irgendwo auf der Seite gab, oder wie? Okay. Ah, coole Sache. Definitiv coole Sache. Und sehr schickes Bild. Kann aber sein, dass ich es auf der japanischen Seite gesehen habe. Ah, das kann vielleicht sein. Dass er vielleicht von dem japanischen Bereich kommt. Keine Ahnung. Ja, es war da, okay. Ja, wie gesagt, japanische auf der japanischen Seite können es halt echt sein, weil ich würde jetzt hier zumindest nicht sehen. Das ist so das. Mit Forbidden sind wahrscheinlich die Black Dragons gemeint. Also Fatalis, Alatrion und Schreckensmirales. Naja, ich sag mal die, die ja auch nie ein Zeichen hatten, ne? Das sind ja genau die. Endlich geht's los. Lieg schon den ganzen Tag krank im Bett und hab auf die Abwechslung gewartet. Na, dann bin ich ja froh, dass ich dich damit so ein bisschen ablenken kann. Und gute Besserung wünsche ich dir. Sieht mir etwas zu detailliert für MH Online aus. Ja, mal sehen. Mal sehen, mal sehen. Wird gut. Also egal, was sie in Zukunft bringen, aber ich denke, es wird gut. Gerade mit Monster Hunter World im Rücken jetzt, wenn Iceborne kommt, also ich denke mal, das nächste Monster Hunter, was auch immer sie geplant haben, wird schon eine starke Sache. Letzte Zeit haben sie ja echt ordentlich abgeliefert. Und ja, wie gesagt, wir werden auf jeden Fall dabei sein, wenn das nächste große Ding bekannt wird. So, was wir jetzt aber auf jeden Fall machen, wo wir jetzt dabei sein werden, ist bei Smash. Da müsste aber auch Gok mal ein Black Dragon sein, weil er hatte auch ein Fragezeichen als Bild. Okay. Keine Ahnung. Vielleicht ist Gok mal so der Vergessene. So. Ach ja, richtig, den gab es ja auch noch. Das ist ja nicht komischerweise. Oder es sind halt solche Superdrachen, keine Ahnung. Weil, wenn du mal überlegst, Fatalis, Alatrion, Schrecken. Ja, wobei. Fatalis und Alatrion würde ich sagen, ja, sind halt richtig krasse Drachen. Aber Schreckensmirales? Der war eigentlich bloß niedlich, ne? Keine Ahnung. Es ist, die Klassifizierungen sind mal wieder sehr interessant. Das ist das. So. Ich will Schleime wieder sein. Seine Waffen waren so dolle. Ja, war auf jeden Fall cool, ne? So, gut. Schalten wir hier rüber. Zack. Ich hoffe, ich habe den Ton angemacht. Ansonsten haben wir da kein langes Erlebnis. Nö, habe ich natürlich nicht. Ah, Ton. Perfekt. Und dann legen wir los. Nein, wir legen los mit A, so. Schrecksmiralis lebt in einem Meer, was quasi aus Blut besteht, also. Miralis wird da doch als wandelnde Naturgewalt bezeichnet. Vielleicht im Gameplay mächtig, aber in der Lore schon. Ja, gut, klar. In der Lore ist er auf jeden Fall mächtig, das ist klar. Aber wie gesagt, so im Gameplay war es so, ja, ne, ist schon süß. Also von dem her, vielleicht ist das doch schon so richtig. Spiel? Hallo? Nein? Keine Lust heute? Okay. Okay, damit geht's weiter mit Super Smash Bros. Ultimate. So, zack, legen wir los. Heute keine neue Geistertafel oder so irgendwas. Wahrscheinlich, weil wir erst. Das war die falsche Taste. Hoppla. Wahrscheinlich, weil wir erst Sonntag den letzten Stream. Nee, Quatsch. Nee, nicht. Hatten wir Sonntag den letzten Stream? Ah, ich weiß es nicht mehr. Nee, Quatsch, wir hatten letzten Donnerstag den letzten Stream. So war das. Zumindest noch nicht so lange her. Scheinbar hat sich nicht viel getan.
Und wir machen natürlich gleich weiter im Story-Modus, dem Stern der irrenden Lichter. Und da schauen wir mal, dass wir heute auf jeden Fall die mittlere Stadt abschließen können. Da haben wir das letzte Mal hier, genau hier in Nostalgia City weitergemacht. Oder angefangen. Genau, da können wir jetzt weitermachen. Sind ja noch ein paar Geister, die hier so verteilt sind. Das auf jeden Fall. Die werden wir uns holen. Mit dem Knopf sollten wir diese Tore hier öffnen können. Die machen uns den ganzen Weg dann auch nochmal ein bisschen leichter. Und ja, dann gehen wir entweder da entlang oder wir gehen hier so ein bisschen auf Weltall-Action. Mal sehen. Also auf jeden Fall werden wir so ein bisschen die Mitte frei machen. Und zuerst mal können wir natürlich hier in die Aktivitäten schauen, was wir da so Schönes haben. Musst oder willst du alle einsammeln? Ich will. Das ist das. Die Lore ist ja, dass er entweder der Erschaffer oder der Zerstörer der Welt ist. Ja, vielleicht beides sogar. Warum sind die fünf DLCs noch nicht da? Voll enttäuschend, ja, ne? Oh, ja, stimmt, unsere beiden im Studio. Richtig, die sollten jetzt richtig krass sein, oder? Ja, das sind sehr viele Level. Oh, das sind so viele Level. Oh mein Gott! Sie überleveln! Höchst Level und du auch! Ich weiß gar nicht mehr, wie du heißt. Aber egal, du hast höchst Level erreicht. Yes! Beide evolvierbar. Perfekt. Feierabend, für dich auch Feierabend. Das ist eigentlich ganz cool. 100% Spieler, das lobe ich mir. Ja, man will ja alles sehen, ne? Warum gehen die denn so ab? weil ich die jetzt knapp eine Woche lang da drin hatte. Die haben ja geschuftet, während ich irgendwas anderes gemacht habe. So denke ich zumindest, ne? Das läuft ja einfach mit der normalen Zeit weiter. Und deswegen haben wir die jetzt gleich auf Level 99 gelevelt. Was eigentlich ziemlich krass ist. Du kannst da ja wirklich vier Leute reinstecken. Und dann einfach das Spiel 2 Tage beenden. Und dann hast du lauter Level 99 Geister. Durch das Dojo, Quatsch, durch das Studio jetzt. Übrigens sich so ein bisschen die Snacks, habe ich das Gefühl. Was ich jetzt nicht schlecht finde. Aber es ist in Ordnung. Ich muss mal gucken, ob ich da welche am Release-Tag von Smash reingepackt habe. Oh Gott, die Armen. Die sind jetzt irgendwie Level 10.000 oder so irgendwas. so, wir nehmen mal die Qualle mit. Irgendwie sowas Qualliges. Nina, Giftresistenz. Ja, von mir aus, du darfst mit der Qualle gehen. Ist schon recht. Tiefes Atmen. Nee, tiefes Atmen will ich eigentlich behalten. Der Labrador-Retriever, ja, der ist bestimmt super. Da. Schuchuletten packen wir rein. Final Bossgeister aber reingehauen und bam, nach 3 Tagen Level 99, okay. Hey, und Anton. Aber Anton will ich eigentlich behalten. Nee, wir schicken. Wir schicken den Karton mit. Oh Gott. Was für ein Team. Eigentlich hätte ich, wie hieß sie, Nina, nicht mitschicken sollen. Weil, und da noch irgendwas anderes, das wäre sehr viel witziger gewesen. Das Level ist bestimmt so hoch, dass ich erst eine Micro-SD brauche, damit das abgespeichert werden kann. Ja, natürlich. So, der Ausflug. Ein Nintendo Labo-Geist. Ah, schön. Okay, schauen wir mal, was haben wir hier Schönes? Gut, da sind ja die ganzen Items. Ich weiß nicht, ob ich da unbedingt. Ich schick sie mal einmal los. Die Items braucht man ja größtenteils für die Geistertafel. Deswegen sind die ja im Moment nicht so relevant. Gegen Erfrieren durch Böden, Gegner. Wow. All mein Kopfstandschutz will ich jetzt eigentlich nicht wegpacken. Schick mal die Babys los. Babys sind immer gut beim Erkunden. Auf jeden Fall. Cammy Cooper braucht auch kein Mensch. Es passt sogar. Gut, okay. Es war Kamek damals, aber passt trotzdem. Wir können den fetten Wrestler nehmen. Mellow, wer auch immer du bist. Du darfst mit. Ich meine, es wäre ein Sumo-Ringer, ne? Ich weiß, aber egal. Und das Ding? Ja, komm, wir haben Taubsi. Natürlich nehmen wir das Ding mit. Perfekt. Dann aber bitte direkt evolvieren, oder? Okay. Ach so, ja, klar. Stimmt, hatte ich jetzt irgendwie ganz vergessen. Unterlöchen Fabian, willkommen zum Stream. Schön, dass du dabei bist. Wie geht dann das? Geister, Stern
stärken? Muss ich die dann nochmal stärken? Oder wie ist das genau? Evolvierbar. Möchtest du diesen Geist zu einer höheren Form evolvieren? Bei der Evolution wird der Geist mächtiger und erhält eine Gabe. Wird jedoch auf Level 1 zurückgesetzt. Jo, klar. Revolver Ocelot entwickelt sich zu... Typ mit Schnurrbart. Revolver Ocelot aus Metal Gear Solid 5. Okay. Grundlegend ist er also älter geworden. Schussangriffe hoch. Ja gut, das ist cool. Und eine Menge für Level 1 3100. Das ist halt krass. Okay, gut. Wir haben jetzt einen alten Revolver Ocelot. Das ist sehr schön. Und wo ist die Dame, die war? Da bist du. Tsubasa Uribe. Ah, die war aus diesem X-Fire Emblem-Spiel, oder? Drück mal Y, dann kannst du die Evolvierbaren nach oben packen. Ach so, ja gut. Ist ja gerade nicht so wichtig. Okay, sie verwandelt sich in irgendwas Krasses, in irgendwas Anime-mäßiges. So. Oh, du entwickelst dich in... okay, dein... Carnage-Form. Ja, in deine Sailor Moon Rüstung. Interessant. Sprung doppelhoch und 2,9 Power. Okay, nice. Schöne Sache. Bei dir hat es sich, glaube ich, echt gelohnt. Weil die war davor ja ein bisschen... Aber jetzt Sprung deutlich nach oben, 3 Plätze und 2900. Ah, das klingt gut. Das macht ja sogar unserem alten Xerners hier Konkurrenz. Im Zweifel immer Fire Emblem, ja. Waifu! Ah, schön. Gut. Hat man in dem neuen Teil jetzt seine eigenen Charaktere mit Level? Nein, das sind bloß Geister. Das heißt bloß Hilfskräfte theoretisch. Wir können unseren Charakter jetzt zum Beispiel Donkey Kong hier nicht unbedingt leveln. Aber wir können ihm so ein bisschen Hilfe geben bei den Kämpfen. Und wir gehen gegen Sebastian Tutori. Du bist aus irgendeinem Mii-Spiel. Und Tutori heißt ja, dass du irgend so ein... Wer bist du? Du hast einen Taktstock in der Hand. Irgendein Mii... Sing- oder Rhythmus-Spiel. Wii Music. Ja, okay. Weep Detected. Ist ja nur so, dass ich die anstelle von Xerneas benutzt habe. Naja, ne? Aber Xerneas ist schon krass, muss man sagen. So, unser Gegner hat 8900 und nein, das sind alle drei. Oh Gott, der Schwertkämpfer, der Blaster und der Boxer. Na, großartig. So, wir schauen aber auf jeden Fall mal. Wir nehmen auf jeden Fall erstmal einen zufälligen Kämpfer. Tutori hat aber nichts mit Tutorial zu tun, oder? Ich denke mal, das kommt von derselben... Von demselben Wortstamm, oder? Aber Tutori... Wie ist das? Tutori ist generell ein Lehrer? Oder ein... Nicht unbedingt Lehrer, aber sowas in der Richtung. Also ich würde mal sagen, ja, oder? Ich habe letztens den Pokémon-Film mit Xerneas gesehen und so krass ist das Vieh jetzt auch nicht. So, wir haben Mario bekommen. Das ist interessant. Das sollte Ironie sein. Ah ja. Okay. Ja, weil grundlegend, wie gesagt, ich bin mir da jetzt auch nicht sicher, aber ich hätte es jetzt auch gesagt. So, gegen Griff ist schwertstark, okay. Fliegengewicht will ich nicht unbedingt haben. Physische Angriffe sind aber gut. Victini, nehmen wir Victini. Schauen wir mal. gut, auf geht's. Hätte ja nur einen ganzen Wald wiederbelebt. So, mal sehen. Mal sehen, was du so kannst. Ich hab erstmal... Oh, das Musik-Pokémon, okay. Das habe ich schon gesehen. Warte, ich habe meinen blauen Ball nicht. Verdammt. Richtig. Wie konnte ich den bloß... So, Doppelmünzen. Oh Gott. Ich sehe schon, dass das irgendwie problematisch werden kann. Ich habe auch gar nicht geguckt, was können die denn eigentlich so noch? Also hoffentlich schnell sterben. Ja. Na gut, so viel Schaden machen sie auf jeden Fall mal nicht. Wobei ich bisher auch nicht so krass getroffen wurde, ja. Jetzt hauen die natürlich schon ein bisschen mehr rein. Vor allem, da sie zu dritt sind. Oh, Laserknarre. Bam, bam, bam. Komm schon. Wir müssen da mal ein bisschen Schaden draufhauen.
damit die hier nicht die Überhand gewinnen. Okay, das war's damit. Ja. Mit ein, zwei guten Smash können die auf jeden Fall gut rausfliegen. Schade, der wäre beinahe rausgeflogen. Sternzepter! Nein! Ich hab das Sternzepter angegriffen. Yes! Okay. Okay, das könnte sehr gut sein. Ja, es trifft. Okay, es trifft zwei. Sterben die dadurch? Die kommen nicht zurück, oder? Die. Okay, der eine kommt zurück. Das passt mir. Schade. Oh, T. T ist sehr gut. Ja. So, unser guter Freund Totori ist ja auf jeden Fall auch erledigt. Ach, wir mussten nur ihn erledigen. Okay. Interessant. Gut, Franklin. Oh, Franklin Badge. Das ist gar nicht verkehrt. Für manche Kämpfe sicherlich interessant. Na gut. Haben wir, denke ich, ganz gut hinbekommen. Der Geist war, glaube ich, ein bisschen über unserem Level. Also ordentlich über unserem Level. Deswegen gab das auch schön Belohnung. Sehr schön. Es ist auf der Nintendo Switch. Genau, ja. Das ist rein auf der Nintendo Switch. So, schauen wir doch mal nach oben. Kyle Hyde. Du siehst weder aus Fire Emblem noch aus Metal Gear aus. Wer bist du? Wobei, er wird von Snake gespielt. Also ich gehe jetzt mal von Metal Gear aus, aber er passt nicht dazu. Muss nur ihn besiegen. Okay, hätte ich das mal gewusst. Ich habe irgendwie... Ich muss wieder lesen, was die Kämpfe wirklich sind. Was? Geilheit? Nein, Keilheit. Vielleicht hat der Typ Geilheit, aber das weiß ich nicht. Hallöchen, Xamorok. Willkommen. Wo bist du her? Hotel Dusk, Room 215. Okay. Interessant. Nette Musik. Mit dem durch die Welt laufen. Das ist nämlich ein bisschen an Super Mario Bros., mit dem wir durch die Welt laufen. An Super Mario Bros., okay. Der gute alte Herr Geilheit, ja. Mal sehen, ob er so viel Geilheit hat. Oh, Nebel auf der Stage, okay. Und alle Items sind Stoppuhren. Nebelalarm, erschwert Sicht auf der ganzen Stage. Okay. Dann schauen wir doch mal, was wir dagegen tun. Wir haben den letzten Kampf eigentlich schaffen können. Wir hatten keinen blauen Ball dabei. Ich bin schockiert, muss ich sagen. So, random. Wann bekommen wir eigentlich die ganzen krassen Geister? Frage ich mich. Also nicht antworten. Oh Gott, was bist du denn für ein Villager? Dich habe ich jetzt so auch noch nie gesehen, okay. Ich frage mich echt, wann wir die ganzen krassen Leute bekommen. Na, mal sehen. So, 4100 haben wir Platz, aber du bist halt die falsche Richtung dafür. Nehmen wir wieder Ray. Ist Ray da? Ich glaube nicht, ne? Darf ich seinen Namen auch wieder sagen? blauer Ball, da, perfekt. So. So, ich lerne nochmal kurz, schreib morgen eine Arbeit, okay. Mach das. Nur weil er schwarz ist. Naja, wie gesagt, ich habe ihn noch nie gesehen. Das ist halt das. Ich wusste nicht, dass es... was macht der blaue Ball? Er tötet Gegner. Ich wusste nicht, dass es dunkelhäutige Bewohner gibt. Ich sag's mal so. Und da sticht irgendwie die Nase so extrem raus. Das ist halt so das. Das ist irgendwie sehr merkwürdig. Er sieht in dem Skin sehr komisch aus. Ja gut. Auf geht's. Ist kein schwarzes Schokolade, ja. Und Teilchen Teufel, willkommen. Oh mein Gott, du drückst B. Oh ja, ich lerne dazu. So. Der Nebel... Oh, der Nebel hier ist echt stylisch, muss ich sagen. So, wie kämpft man denn mit Bewohner? Ich könnte alles von ihm einsammeln, nicht wahr? Oh, das ist viel Nebel. Das ist viel zu viel Nebel. Ah! So viel Nebel. Wo bin ich überhaupt? Was tue ich hier überhaupt? Oh Gott, er hat mich gerade erwürgt. Au. Hey, hallo Healy. Kabam. Aber... Oh. Das wird so... Nein! Verdammt! Es wäre so witzig gewesen, wenn das getroffen hätte. Ja, komm, kill dich doch einfach selber.
Yes! Sehr schön. In der Ankündigung war er ja auch noch nicht da. Wer war was? Als Gegner, warte, ich hab's gerade nicht. Was meinst du, Garuga? Als Gegner in der Ankündigung. Ich bin mir gerade nicht sicher, worum es geht. Tut mir leid. So, Herr Geilheit, was hast du denn so Schönes? Na, eigentlich gar nichts. Der Typ war jetzt auch weniger krass. okay, sehr schön. Diese Bewohnerversion. Ach so, okay. Ah ja. Die wurde also in letzter Sekunde reingeschoben, oder wie? Interessant. Der war ja nicht so geil. Naja, vielleicht wird er noch geiler, wenn wir mit ihm kämpfen. Twintel! Okay, Twintel ist aus Arms. Wieder. Kein Leid. 100% mehr Schaden gegen Damen. Auf jeden Fall. So, genau, du bist aus Arms und gespielt von Bayonetta. 3-7. Okay. Stärke Smash-Angriffe für Gegner. Der Gegner setzt oft Smash-Angriffe ein. Der Gegner startet mit einem Bohrer. Ist okay. Ist okay, würde ich sagen. Wen nehmen wir denn da? 3-7? X-Parasiten sind so krass. Ja, leider schon. Na, die drei wieder? Oder wir lassen einfach ihn und leveln ihn noch ein bisschen. Wobei, dann sind wir ja im Vorteil. Was bringt der Vorteil eigentlich? Also jetzt Angriff gegen Griff und sowas. Macht das den Kampf auch einfach leichter, oder? Das habe ich nämlich noch nie rausgefunden. Ich spiele immer danach, aber ich bin mir nie so ganz sicher, was das genau bringt. So. Nichts, dass ich jetzt unbedingt ändern müsste, aber es wäre einfach mal interessant zu wissen, was genau da passiert. Ey, Inkling! Mit Inkling wollte ich eh noch ein bisschen mehr kämpfen. Das passt also. Wobei ich keine Ahnung habe, wie Bayonetta kämpft. Gut. Mal sehen. Oh je. Das hätte gefährlich enden können. Ja gut, du machst die ganze Zeit deine Smash-Angriffe, aber die sind wenigstens dann dadurch vorausschaubar. Ja, so viel dazu. Wollte gerade sagen, vorausschaubar, aber das ist doch ein bisschen doof. Ja, die ganzen Hände sind die. Yes! Was? Was? Was war das denn? Oh, wow, okay. Miese Aktion. Das war schon gut gemacht. Da kontert sie zuerst oder da schützt ich zuerst vor der Rolle und haut mich dann direkt raus. Ja, gut, die macht gut Schaden. Ich meine, die Smash-Angriffe sind natürlich auch stärker. Dann probieren wir das doch gleich mal so. Oh, Ball! Nein! Mein schöner Ball! Armer Ball. Yes! Ich weiß aber nicht genau, was man danach macht. Gut, jetzt haben wir viel Damage, ne? Während sie farbig ist. Ah, nein, 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 nein. Bloß nicht in da irgendwelche blöden Kombos geraten. Das ist natürlich richtig mies, dass es hinter ihr kommt. Das war das Falsche. Schwupp. Kann man das irgendwie besser zielen, die? Ich habe eigentlich nach unten gedrückt. Nein! Oh Gott. Ah ja. Ich wabbel ein bisschen auf dem Boden rum. Perfekt. Ich wünschte, ich hätte. Achso, ich habe ja einfach meine B, nicht wahr? Oh, das war's? Na also. Drachen können wirklich fliegen. Wirklich. Was? Hab heute mal Behemoth in MH World dreimal versucht, dreimal verloren. Ah, du musst Behemoth am besten schon mit einem gescheiten Team machen, würde ich sagen. Luftabwehr. Verstärkt leicht Abwehr in der Luft. Okay. Interessant. Jetzt vielleicht nicht die beste Sache, aber kann helfen für gewisse Kämpfe vielleicht. Keine Ahnung. Ich glaube, da gibt es bessere, die halt mehr Allround sind. Also momentan natürlich wieder ein Gerücht, dass Fatalis in MH World kommt. Ja, gut, klar, aber das. Damit war schon zu rechnen, wenn sie zwei Bilder mit Fatalis posten. Beam ist doch voll easy. Wie kann man ein Problem mit dem haben? So, wen haben wir hier? Oh, Meisterdetektiv Pikachu. Oh. Ja gut, gegen den haben wir keine Chance. Sehr schön. Okay. Gut, du bist natürlich aus.
Detektiv Pikachu, das ist klar. Oder Meister Detektiv Pikachu. Wieso bist du ein Team? Also ich meine, ich habe das Spiel nicht gespielt, aber ich dachte, dass es ein Pikachu wäre und nicht vier. Okay. Wir haben ihn zum dritten Mal in das dritte Gebiet bekommen. Das dritte. Oh, okay. Und dann immer draufgegangen, oder wie? Aber ein bisschen vorsichtiger spielen vielleicht. Bisschen vielleicht Waffen wechseln, dass man mehr kontern kann. Der wird von Pikachu gespielt? Sakrileg. Besiegt den Hauptgegner, um zu gewinnen. Smash of Zeit. Siege innerhalb des Zeitlimits. Wie den Hauptgegner? Das sind doch alles Pikachus. Ach, ist das die große Aufgabe? Herauszufinden, welcher der Meisterdetektiv ist unter den Pikachus. Ja, großartig. Wir hatten übrigens gerade den 2018 Kampfpunkte. Sehr schön. Interessant. Na gut. Mal sehen. Natürlich ist Pichu. Das ist so gut. Wir kämpfen jetzt mit Pichu. 2018 Punkte, ja. Wir kämpfen jetzt mit Pichu gegen Pikachu. Das ist richtig gut. Haben wir eigentlich irgendwie Elektroangriffe verstärken? Das wäre doch jetzt eigentlich mal. Didenne? Ja, guck mal. Ich glaube, das ist besser als physische Angriffe. Wobei, Pichu macht ja beides. Vielleicht nehme ich das da auch. Nee. 2019 hat es nicht gereicht, oder wie? Naja, gut. Das ist... Hey, jetzt haben wir 1981. Für 2019 waren wir nicht krass genug. 1981. Ja gut, aber ich will euch ja eigentlich gar nicht nehmen, ne? Da können wir... Wir können Ray leveln. Wir können X-Parasiten. Eigentlich würde ich gerne auf... Ja, aber die sind fast zu krass. Wir nehmen Ray. Passt schon. Keine Ahnung, vielleicht ein Elektrowels? So, mal gucken. Die Musik ist voll toll. Shop-Musik, okay. Gott, wie groß ist denn der Elektroball? Oh, das sind so viele Pikachus. Oh nein. Du bist das da hinten. Das ist eigentlich eine ziemlich coole Kampfidee. Jetzt eben den richtigen Meisterdetektiv suchen. Ich habe keine Ahnung, welcher es jetzt ist. Ich weiß auf jeden Fall, dass er erst 9% Schaden hat. Okay, jetzt 39%. Er ist auf jeden Fall einer von den unteren beiden. Ja, da war er gerade dabei. War er das da? Ja, war er. Jetzt habe ich ihn aber wieder aus den Augen verloren. Wow, 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 wow. Okay. Alter, Pikachu, komm klar. Ich tippe auf den mit der roten Mütze. Na, großartig. dann probieren wir das nochmal. Das war eine miese Aktion von Pikachu. Ja, weicht natürlich auch direkt aus. Oh Gott. So, das waren schon mal 27%. Du warst da gerade nicht dabei. Das heißt, du bist das da jetzt gerade. Yes. Der, wo jetzt auf dem Boden liegt. Der, wo jetzt irgendwo ist. Das war leider nicht der Richtige. Au. Ja. Das ist aber auch nicht der Richtige. Ja. Nein! Ihr Drecks-Pikachus, was ist los mit euch? Sieg einfach, bevor die anderen kommen. Ja, das wäre die beste Idee. das könnte man natürlich machen. Er hüpft direkt nach oben, wenn ich das so richtig sehe. Und die anderen Pikachus spawnen auch oben. Das heißt, wenn ich den Ball nach oben schleudere, sollte das sehr viel besser sein. Oder so. Ah, shit. Okay, jetzt habt ihr erstmal ein Problem. Leider bin ich nicht groß genug, damit ich da jetzt irgendwas reißen kann. Das ist der Richtige. Du musst einfach bloß mal wissen, wer der Richtige ist und die dann voll weghauen. Ich sag mal, mit Donkey wäre das kein großes Problem. Aber ich will es jetzt mit Pichu machen. Ich weiß nicht, weswegen. Kabam! Oh, das war sogar der Richtige! Die Chance war 1 zu 4. Was passiert denn hier? Nein! Geht! Hallo! Kann ich bitte mal durch euch durch? Oh, das war ich. Okay, also das geht auf jeden Fall. Vor allem mit den stärkeren Elektroattacken hauen wir ja schon ordentlich rein. Das kriegen wir hin. Schauen wir mal.
Ich bin sehr gespannt. Was? Okay. Das war nicht das richtige Pikachu. Au. Die sind aber auch schon etwas krass, muss man sagen. Oh je. Der Spam ist real. Da war überall der Meisterdetektiv nicht dabei. Vielleicht ist Pichu hier definitiv nicht die beste Wahl. Da oben war er auf jeden Fall nicht. Dann bist du das? Nee, keine Ahnung. Okay, wenn ich mal außerhalb der Karte bin, habe ich keine Chance mehr. Weil die killen mich da hart weg. Okay, einfach alle besiegen, ja. Und nein, erhöht Elektroschaden, erhöht nicht den Damage, den du selbst bekommst. Das ist sehr gut. Darauf habe ich jetzt gar nicht geachtet. Das ist eine sehr gute Sache. Ja, komm. Auch wenn es ein bisschen langweilig ist, aber wir nehmen Donkey. Damit haben wir auf jeden Fall die besten Siegeschancen. Weil mit Donkey können wir die, glaube ich, alle ziemlich gut wegklappen. Weil die ja absolut nichts aushalten. Na, mal sehen. Soll schon passen. Ach, das ist auch noch ein Zeitlimit. Das habe ich bis jetzt gar nicht gesehen. Jetzt kann ich da wenigstens auch oben angreifen. Das war sogar der richtige. Ja, und das war's sogar. Affe versus Maus. Ich habe recherchiert, okay. Gut, das war natürlich sehr, sehr einfach. Das ist halt so wirklich der Unterschied, wenn du einen Kämpfer nimmst, der ein bisschen größer ist, der größere Reichweite hat, dann geht's im Kampf meistens auch viel leichter. Na, okay. Vertreibt Nebel auf der Stage. Okay, gut. Ist in Ordnung, wobei der Nebel meistens, finde ich, ganz viel Spaß macht. Bei uns heißt wegklappen etwas anderes. Muss immer etwas schmunzeln, wenn du das so oft sagst. Okay. Ich wüsste jetzt keine andere Bedeutung davon, aber gut. So. Was haben wir da? Die Luigi-Mütze. Ah ja. Sehr wichtig, das zu haben. Und dann machen wir die letzten beiden hier noch weg. Yama, dich kenne ich irgendwoher. Wo kommst du denn her? Und woher kenne ich den Typen? Aber ich weiß das leider gerade nicht wo. Mann, Frau? Luigi über Mario. Warte, was? Ich verstehe es gerade nicht, Glacians. Das heißt wegklappen? Hä? Okay. Jetzt drück doch den Knopf. Nö. Ich bin gerade etwas verwirrt. Yama. Simtower SP. Und Hallöchen Melon. Der wartet schon. Ich hätte schwören können, ich kenne ihn irgendwo anders. Was ist denn Simtower SP? Ich suche gerade meine erste Nachricht auf diesem Kanal raus. Okay, viel Spaß dabei. Alle Items Erzkeule und Sturm, okay. Okay, ich lasse lieber. Will das Wort nicht verderben. Ja, ja, alles gut. ist das nicht der Alte aus der Link to the Past, den man in seine Höhle auf den Berg bringen muss, wenn ich den so ansehe? Nee, der sieht ein bisschen anders aus. Ist auch ein alter Mann, aber nicht mit so den buschigen Augenbrauen. Okay. Simtower SP. Kampfverlauf Sturmwarnung. Lass dich nicht fortwehen. Oh, unsere zweite Sturmwarnung. Der Gegner jagt nach Items. Erzkeulen. Na, großartig. Mal gucken. 2000 hat er bloß. Alle Items Erzkeulen. Geist mit Franklins Badge. Ja, wobei das jetzt ein bisschen arg lame wäre, oder? Was, hast du noch nie von Simtower SP gehört? Das kennt doch jeder. Ja, natürlich. So, wir sind ein bisschen zu krass. Kriegen wir das irgendwie hin? Nee, kriegen wir nicht hin. Slashman muss, glaube ich, ran. Wir können die Bocklins nehmen. Weil wir können eigentlich sogar noch ein bisschen weiter runter, oder? So, fürs Erste. Pichu, was Pichu? Ich habe gar nicht drauf geachtet. Pichu will unbedingt mitmachen dann scheinbar.
Panther. Ey, nehmen wir ihn. Ja, nee, er ist halt auch. Na. Ist auch ein bisschen zu stark, verdammt. Ich wollte Geilheit nehmen. Ich mach das halt so. Ja, aber wie gesagt, das ist. Ich finde das gerade ein bisschen. Ein bisschen langweilig dann. Chaotix können wir nehmen. Ach halt, falsche. Nimm doch Evoli. Evoli ist zu stark. Und ja, tatsächlich ist Pichu. Pichu will unbedingt dran, nachdem es gerade eben nicht durfte. Absol. Absol hat aber halt bloß ein. Langsam werden also unsere Geister viel zu stark. Das ist echt ein Problem. Wir müssen bald Dan nehmen. Weil Dan hat halt wirklich gar keine Power. Nee, wir haben kaum jemand unter 1000. Ist ja nur so, dass ich einen Primärgeist habe mit Franklin Batch, der auch noch mega gut ist. Ja gut, aber wie gesagt. Schalt einfach auf hart, dann wird es trotzdem fies. Geht das noch? Weiß ich gar nicht. Okay, wir haben... Können die Elektroangriffe eigentlich mal hochstellen. Mal sehen, ob der Sturm so schlimm ist. So, 1-1. Dan geht es bestimmt super gerade eben. Ja, auf jeden Fall. So, Luigi. Luigi und zwei Bewohner, genau. Title Theme NES Remix 2. Oh, okay. Eigentlich auch ein witziges Spiel, NES Remix. Habe ich mal so ein bisschen was davon gesehen. Der Sturm naht! Oh Gott! Pichu! Nein! Pichu wird irgendwie ziemlich weggeweht! Ah! Nein, komm schon! So knapp! Was? Hallo? Luigi? Oh Gott! Wilde Winde. Ja gut, die müssen jetzt erstmal hochkommen. Vielleicht killen sie sich selber gerade eben. Gott, die Bewohner mit ihren Schlafzimmeraugen. Das ist so gruselig. Na komm schon, tötet euch! Okay, ich komme ja selber runter. Au! Vielleicht auch nicht. Oh Gott, nein! Erzkeule! So, Luigi ist schon mal tot. Ich aber eigentlich auch. Ja. Oh! Oh, was? Wie habe ich das überlebt? Ich weiß es... Hä? Wie habe ich das überlebt? Interessant. Oh nein! Au, ey! Was? Ist nicht dein Ernst. Okay, ja, da kannst du fast schon nicht. Wieso werden die zu stark? Gibt's das überhaupt? Naja, wenn du zu viel Punkte hast, dann bist du halt über dem Geistniveau. Kannst du unter Optionen, kannst du dazu umstellen. Okay. Weiß ich nicht. Machen wir das? Machen wir das nicht? Keine Ahnung. Pichu geheimer Trick. Dann nehmen wir den Sturmschutz. Sturm ist schon ziemlich fies, finde ich. Machen wir das so. Meine erste Nachricht war, ihr habt mich in der Halle vergessen. Okay. Tolle erste Nachricht. So, jetzt sollte das Ganze sehr viel einfacher laufen. Au! Tschö! Hallo? Ach so, bloß Sturmschutz. Ja klar, nicht immun. Oh je. Yeah. Wieso ist hier überhaupt so viel Sturm? Na. Die zwei Bewohner sind halt fies dabei. Okay, du bist schon mal weg. Ich jetzt aber auch so gut wie. Nein! Ah, verdammt. Ja, Sturmresistenz war das jetzt nur. Ne, es ist egal. Sturmresistenz ist in Ordnung. Weil mich das nicht ganz so weit weghaut. So. Das geht aber, wie gesagt, auf jeden Fall. Da war schon gut Schaden machen. Bereit? Wenn Häuser Blähungen haben. Oh. War beinahe einfach runtergefallen. Ja. Au. Was zur Hölle? Wie gesagt, das geht ja jetzt. Und ich habe ja eh gerade bloß einen Slot. Nein! Nein! Oh Gott! Das war so knapp.
So, kommt doch hoch, wenn ihr euch traut. Ja, okay, das geht über mehrere Stockwerke. Das ist ein bisschen uncool. Nein, wie er natürlich direkt hinter mich steht. Da, ins Gesicht. Ich battle mich hier voll gegen den Bewohner. Dabei habe ich eigentlich ganz andere Probleme. Ja gut, ne? Viel Spaß! Ah! Oh, das war so gefährlich. Habe ich das wirklich hinbekommen? Mit Pichu meine ich. Das sieht auch wieder nach so einem Donkey Kong Kampf aus, ne? Nein! Der Drecksack täuscht einfach an. Ich fass es nicht. Und jetzt, komm schon. Yes, okay, du bist auch erledigt, denke ich mal. Na, also, sehr schön. Fox Reflektor wirkt Wunder. Nicht so, als benutzt Add Permitted Term Reflektor? Was? Okay. Wenn man die Erzkeule auflädt, hat man Super Rüssi. Okay. Nimm dir auch eine Erzkeule. Ja, mach ich ja. Hab ich ja. Aber was genau hast du... Meine Nachricht wurde von den Moderatoren geprüft. Habe ich irgendwelche Regeln verletzt? Ich bin auch verwirrt. Ja, Reflektor war irgendwie... Das ist genau das, wenn man die Mods wieder dazu einschaltet. Kam eben so ein Automod. Ja, ich sehe es gerade eben auch. Aber generell hat es keine Regeln verletzt. Das ist bloß wieder so ein... So eine merkwürdige Aktion des Automods. Die einfach... Ich war weg. Der einfach alles wegbannt. Verstärkt gleich die Aura-Angriffe von Lucario. Dafür gibt es einen extra Geist? Okay. Ich auch nicht. Der Automat hat schon mal Reflektor nicht gemocht. Ah ja, gut. Das geht natürlich alles. Alles, was du zurückschießen kannst. Ich bin gerade so miese. Okay. Aber es ging ja auch so ganz gut. Muss man ja sagen. So, Nebulo. Oh, du bist aus Yoshi's Story, nicht wahr? Der war in den Pflanzen drin. Dabei gibt's extra mehrere Geister, okay. Also Reflektor ist obszön, ja. Scheinbar schon. Du warst aber in so einer Vase drin, ne? Warst du eigentlich ein Boss? Ich glaube, ein Mini-Boss war das, oder? Ja, genau. Aber ich glaube, das war bloß ein Mini-Boss, kein richtiger Boss. Ich könnte aber jetzt gerade nicht sagen, aus welcher Welt der war. Ich glaube, ich habe 2 bis 3 Geister mit Aura-Angriff hoch. Okay, krass. Nee, Endboss. Okay. Hätte ich jetzt echt nicht mehr sagen können. Aus welcher Welt war der? Müsste er dann aus Welt... Endbosse. Brr. Es ist ewig her. Ich muss mal wieder Yoshi's Story spielen. Yoshi's Island. Beides. Ich kann mich noch gut an den Kampf erinnern. Ja, aber wie gesagt, ich wäre gerade nicht mehr drauf gekommen, dass er... Dass ein Endboss wäre. Ich hätte gedacht, da wäre irgendwas anderes. Keine Ahnung. So. Riesen wie Fit-Trainer. Ach Gott. Und 2 Meta-Knights. Das passt so gut. Sehr schön. Katapultierschutz. Besiege den Hauptgegner, um zu gewinnen. Erhöhte Schwerkraft für alle. Sprungkraft verringert, starke Schwerkraft. Oh, das heißt einfach bloß ein krasses Battle. Ja, wir müssen ihn wie im normalen Spiel. Im normalen Spiel musst du ihn eben versuchen, nach hinten zu schieben. Aber die 2 Scheiger schieben ihn immer wieder zurück. Und so ist das im Moment gerade eben auch. Die beiden Meta Knights werden nerven, wenn wir versuchen, ihn einfach von den States zu schieben. Da brauchen wir eigentlich jemand. Eine der besten Umsetzungen passt echt gut. Oh ja, das hört sich gerade eben schon sehr, sehr gut an, einfach vom Thema her. Ich bin gespannt, wie der Kampf laufen wird. Aber das ist halt super, wenn sie sich wirklich viele Gedanken drüber machen über den Kampf. Kirby, okay, die kleine Knutschkugel. Mal sehen, was die machen kann. Starke Schwerkraft. Können wir jetzt natürlich jemanden dagegen nehmen, aber wir können auch hier irgendjemand nehmen. Nehmen wir Ray? Ja, komm, nehmen wir Ray. Ray passt schon. Sturmresistenz brauchen wir jetzt nicht mehr. Dann nehmen wir Victini, nehmen wir Felsmario, physische Angriffe und blaue Ball. Oh, der blaue Ball, erhöhte Schwerkraft. Der sollte echt stark sein jetzt.
Vor allem das Bild ist so super. Ja. Oh Gott. Was zur Hölle? Ach, ja, ich hätte vielleicht lesen sollen, dass es ein KP-Kampf ist. Das macht die Sache natürlich in gewisser Weise interessant. Dieser blaue Ball. Was zur Hölle war das für ein Kampf? Armer Kerl, der blaue Ball ist echt OP bei dem Kampf. Den müsste man fast eigentlich nochmal ohne blauen Ball machen, weil, wie gesagt, dann wäre, glaube ich, echt interessanter. Die haben ja alle irgendwie nichts gemacht. Was sagst du mit interessant? Ja, ich konnte ja damit nicht rechnen. Macht widerstandsfähiger gegen Stürme. Er macht halt auch nichts, wie im Original. Ja, das ist echt cool. Ich kann LOL zocken, okay. Dann viel Spaß, Nixios. Der Memory Cry ist echt interessant und wieder da. Willkommen zurück, Marcel. So, sehr schön. Und wir haben damit grundlegend die Stadt mal abgeschlossen. Wenn ich das so richtig gesehen habe. Das heißt, wir können den Knopf drücken und dann mal gucken, wo es uns weiterhin zieht. Das wäre jetzt so die große Frage. Plopp. So. Das Tor öffnet sich. Das Tor öffnet sich, was eigentlich irrelevant ist. Außer, dass es ein schnellerer Weg ist. Und das öffnet sich. Sehr schön. Das war doch schon mal gar nicht schlecht. So, jetzt ist natürlich nur die Frage. Wir könnten immer noch den Bus dort benutzen. Wir könnten ins Weltall fliegen. Oder hier in der Mitte weitermachen. Ich glaube, wir benutzen mal den Bus. Da haben wir ja Captain bekommen. Und da können wir dann eigentlich auch schnell hinschauen. Ich würde gerne mal sehen, was es da so gibt. Könntest du nach oben gehen? Wie meinst du nach oben? So, wobbel, wobbel, wobbel. Oh, wir haben heute noch gar nicht in den Shop geschaut. Stimmt. Wir haben lustige Aktivitäten gemacht. Du hast zwei neue Geister. Die Fliegenklatsche und... Oh, Pinsier. Richtig netter Geist. Primärgeister braucht man immer. Okay. Und eine Feenflasche. Ach komm, nehmen wir die Feenflasche mal mit. Und Pinsier? Ja, wieso nicht? Und Hallöchen Bomber, willkommen. Hä? Ja, bitte. Ach, zu dem Kämpfer, der da war. Das hätte ich machen können. Ja, das ist richtig. Jetzt sind wir aber schon auf dem Weg zum Bus. Wir dürfen den Bus nicht verpassen. Rennt, Kirby! Go! Ich will jetzt aber wissen, wo der mich hinführt. Wahrscheinlich ans andere Ende der Karte. Mal sehen. Go, Captain! Okay. Schwupp. Jetzt bin ich sehr gespannt. Ja, yeah, okay. Sieht schon stark danach aus, dass wir da irgendwo hinkommen, wo wir jetzt gerade eigentlich noch nicht sein wollten. Ah ja. Ey, da haben wir auch einen Kämpfer. Nice. Wo geht's denn hin? Naja, oh wow, wir sind umzingelt von Kämpfern. Zu deinem Lieblingsschar. Zu meinem Lieblingsschar. Wir raten ja immer noch, wer das ist. Keine Ahnung. Ich hätte jetzt... Wir sind in so einer kleinen Stadt wieder. Ich muss mal gucken, wen wir jetzt alles haben. Das ist so das. Wir haben den Bewohner. Wir haben... Lukas, genau. Ness würde noch fehlen. Ness würde noch fehlen. Melinda könnte es sein. Stadt. Was könnte ansonsten da sein? Achso, ich muss jemand wählen. Nehmen wir den Zufall. Etwas Ironie vielleicht dabei. Ja, das dachte ich mir schon beinahe. Was? Es ist auch zufällig Lukas geworden? Was zur Hölle? Wie gesagt, das ist so eine Stadt, aber wir wissen jetzt halt überhaupt nicht. Das ist eine schöne Brücke. Wir wissen jetzt überhaupt nicht, wie das hier überhaupt aussieht. Ein Fluss. Wer könnte das sein? Ich sage, es ist... Wir sind in der Stadt, das letzte Mal war es Ness. Es ist der Bus. Ich sage, es ist Melinda. Yes! Oh, sehr cool, wir bekommen Melinda. Das ist sehr, sehr cool.
Schön. Das mache ich gerne mit. Gewinn den Kampf und befreie den Kämpfer. Das mache ich sehr gerne. So, 2739 sieht gut aus. Okay. Auf geht's. Das ist sehr, sehr toll. Ich mag Melinda. Mal sehen. Mit der werde ich vielleicht auch ein paar Runden dann kämpfen heute. Tja, ist nicht so leicht mit der Angel, ne? Wow, okay. 100 Punkte wird das richtig raten. Ja, wie gesagt, ich dachte mir so, man muss ja immer alle Hinweise beachten. Das ist nie so leicht in dem Spiel. Weil man kann schon immer gut erraten, wer da ist. Ich sag, es ist immer halt ein großes Gerate. Oder ein Spuren sammeln. Ah ja, schön. Freut mich. Yes. Ja, das reicht aber leider natürlich nicht bei ihr. Au, ey. Lass das. Oh Gott. Das reicht natürlich nicht mit ihrer Rettung. Das ist klar. Wobei, sie kam auch so relativ gut da wieder raus. Oh. Oh, Hilfe. Ja, ihn, also Fox beim Herzbrunnen habe ich eben nicht verstanden. Das ist richtig. Der Herz. Oh nein, ich kann mich nicht retten mit ihm. Ja, das war leider die falsche Seite. bei Fox mit dem Herzbrunnen, das ist richtig. Aber du hast das gesehen, indem du den anderen, den Geist gesehen hast. Wenn du weißt, dass der Panther aus Star Fox kommt, dann ist die Chance 1 zu 3, wen du hast. Und dann Herzchen, weil Fox so nett ist und dann... und dann passt das. Oh mein Glacians, und ich hab was vergessen. Was? Okay, doch nicht meine Schuld. Ach so, wegen dem Stern, wegen dem Herzbrunnen, oder was? Ja, wie gesagt, den habe ich schon. Kannst du jetzt mal... Gott! Ist das der erste Kämpfer, bei dem wir... Also der erste direkte Kämpfer, bei dem wir verloren haben? Kann schon sein, ne? Wobei ich jetzt auch sagen muss, ich kann mit Lucas nicht unbedingt umgehen. Ja, alles gut. So, komm ran. Yes! Na, also, genau das wollte ich. Sehr schön, Melinda kämpft nun mit. Na, wie gesagt, das ist toll. Wunderbar. Ja, wir machen noch ein kleines bisschen, da wir auch ein bisschen später angefangen haben. Perfekt. Tut mir leid, dass ich es vergessen habe, Garuga. Ich bin auch nur menschlich. Alles gut. So, aber hier kommen wir vorerst mal auch gar nicht weiter, nicht wahr? Oder auch doch? Interessant. Dadurch sind wir jetzt hier. Wie der Geist aber von drei, oder der Kämpfer von drei Geistern blockiert wird. Auch eine miese Sache. Wir gehen aber erstmal zurück mit dem Bus. Weil ich will eigentlich doch dann oben weitermachen. Ist es schön, dass wir Melinda bekommen haben, definitiv. Aber dann machen wir erstmal hier weiter. Und vielleicht gehen wir dann direkt zu... Das ist ein gefährlicher Geist, oh ja. Scheinbar schon. Dann gehen wir vielleicht hier zuerst in den Weltraum. Wobei, nee, was hatten wir jetzt noch offen? Weltraum und... Achso, das da, ja, okay. Dieses Süßigkeitenland. Ansonsten war es das ja soweit, ne? Ja, sieht gut aus. Ich denke, dann machen wir das so. Dann gehen wir da nach oben. In the space! Into space eher. Auf geht's! Na toll, Slippy. Hui! Das ist schon irgendwie cool. Weltraum und nichts. Dann wäre erstmal eine Kiste. Und gleich nochmal ein Kämpfer. Ah ne, mit zwei Geistern davor. Komm, dann holen wir uns den Kämpfer noch. Der Kämpfer, ich meine, das ist der Weltraum. Wir haben die, wie heißt denn das Schiff von Star Fox? Keine Ahnung. Achso, ist es die Great Fox? Okay, das hätte ich nämlich gerade echt nicht gewusst, wie das Schiff heißt. Oh, ups. Oh, Trace! Ach, cool. Wer das wohl ist? Okay, Trace ist cool. Dann gehen wir halt zuerst zu Trace. Wollte ich eigentlich nicht, aber ist okay. Ja, gut. Gespielt von Samus. Mal sehen.
Snipest du mich? Gut, das ist natürlich aus der Metroid Prime-Reihe. Naja, würde ich jetzt nochmal überdenken, ob Prime Hunters wirklich zur Prime-Reihe gehört, aber okay. Rob wäre auch gegangen bei dem Schiff. Ah ja. Er ist voll weg vom Kämpfer, ja. Das ist, weil das ja so ein Dings ist, so ein Grid eher. Du kannst ja nicht freilaufen. Okay, die Musik ist auf jeden Fall aus Prime Hunters. Ich weiß bloß gerade nicht, ist glaube ich ein Remix, aber sollte eher das Theme sein gegen die Wächter als gegen Trace. Auch gut, Unsichtbarkeit für Gegner ist natürlich sehr passend, da Trace sich ja unsichtbar machen konnte. Und eigentlich konnte er einen wegsnipen. Das war seine Spezialfähigkeit. Das werden wir hier wohl wahrscheinlich nicht unbedingt sehen. Mal schauen. Ich bin gespannt, was sie so machen wird. Wahrscheinlich irgendwo, naja, unsichtbar rumstehen und Missile spam. Das erwarte ich zumindest von dem Kampf. So, jetzt brauchen wir aber schon wieder jemand, der so schwach ist. Naja, Pinsir ist auch ziemlich stark. Griff bringt auch nichts. Wir bräuchten ein Schild. Schild mit 1,9. Ah, Keil ist schon wieder. Geil ist schon wieder zu stark. Panther. Los, hol deine geheime Waffe. Die möchte gern Pflanze. Selbst Slashman ist mittlerweile zu stark. Namens Stan, ja. Imperialist Incoming. Das wäre schon cool. Wäre schon cool, wenn Samus die verschiedenen Waffen nutzen könnte. Weil die Waffen generell waren ja schon cool. Ich glaube, ich muss halt echt Dan nehmen, ne? Das ist traurig, aber wahr. Wie gesagt, Pac-Man seine eigene Kategorie bei Musik. Weil, naja, hat doch jeder, oder? Jeder Kämpfer, theoretisch. Wir nehmen es mal so. Ach Gott, wir haben auch Pac-Man. Großartig. Ja, physische Angriffe passen schon. Wir probieren es mal mit Dan. Das ist nicht traurig. Dan ist super. Ja, das ist richtig. Dan ist sehr super. Oh. Komm mal runter hier. Komm mal jetzt runter. Oh nein. Okay, du musst gar nicht runterkommen. Ich komme einfach zu dir hoch. Ich sehe dich trotzdem. Verdammt. Vielleicht doch nicht. Ja, man kann sie ja trotzdem noch ganz gut verfolgen. Blub. Tritt rein. Yes! Das war so klar, dass die KI damit nicht klarkommt. Sehr schön. Na, es gibt einige Musik, die in Diverses ist. Ja gut, aber in Diverses kommt ja bloß das rein, was jetzt nicht zu irgendwelchen Kämpfern gehört, oder? Wie gesagt, Final Fantasy ist ein eigener, obwohl nur zwei Lieder drin sind. Ja, weil du sie darunter halt suchst. Aber wie gesagt, Diverses sind ja meistens solche Einzellieder, wie zum Beispiel jetzt irgendwelche Mii-Musik oder so irgendwas, ist ja da meistens drin. Irgendwas, was halt nicht Advanced War-Musik oder sowas, keine Ahnung. Was jetzt halt nicht in die anderen Kategorien kommen. Ja, Final Fantasy halt wegen Cloud. Da kann Duo keine eigene, okay. Ich wüsste aber gerade auch nicht, ob es da kein Duo-Musik gibt. Ja gut, Trace. Wieso, hä? Die Stats von Trace. Genau gleich? Trace müsste eigentlich nur Angriff haben und keine Verteidigung. Weil er halt so ein Camper-Sniper ist. Okay, das ist merkwürdig. Aber von mir aus, das ist. Ich gucke ja nicht unbedingt auf die Stats. Es ist schön, dass wir Trace haben. Sagen wir es einfach so. Okay, gut. Dann gehen wir zurück zum ursprünglichen Plan und gehen Raumschiff Mario. Okay. Wir bekämpfen ein ganzes Schiff. Ist interessant. Gut, dass wir unser eigenes haben. Na, schauen wir mal, was Raumschiff Mario so kann. Das ist natürlich aus Super Mario Galaxy 2. Und eins der schlimmsten Sachen, wie ich finde. Es ist so traurig, dass das Observatorium durch das Ding ersetzt wurde. Sie hätten einfach bloß ein Observatorium 2 machen müssen. Und kein riesen Mario-Kopf mit einem Pickel auf der Nase. Super Mario Galaxy 2. Für den Kämpfer musst du aber einen anderen Char nehmen. Ja, ich wechsle ja eh immer durch. Niedrige Schwerkraft. Alle bleiben länger der Luft. Riesenverwandlung für Gegner. Okay, gut. Interessant. Mal sehen, wen wir so nehmen werden. Na komm, okay. So, auf geht's. Naja, hat halt gepasst.
Ice Climbers, okay, Ice Climbers in Space. Das passt doch schon mal ganz gut. Griffleute können wir nehmen, dann nehmen wir doch dich da. Physische Angriffe sind es nicht unbedingt, eher Angriffe mit Waffen. Schwerter, Peitschen, Hammer, ja, klingt gut. Und Schwerkraft ist ja in Ordnung. Perfekt. Auf geht's. Mal sehen. Ich warte immer noch auf Super Mario Galaxy 3. Das wäre schon schön. Galaxy war immer schön. Also auch wenn das natürlich merkwürdig war mit dem Mario-Gesicht. War Galaxy 2 ja doch schon ein schönes Spiel. Aber 1 war trotzdem besser. Yes! Okay. Flieg mal schön, Mario. Dass er groß ist, hat ihm bisher nicht wirklich viel geholfen. Ne? Vor allem eben, da wir jetzt die Hämmer haben. Kabam! Schön in den Rücken. Sehr schön. Das war ein sehr leichter Kampf, muss ich sagen. Okay, doppelte Sprungkraft. Ah, nette Sache. Prima. Oh, ich freue mich schon auf den Tag, wo wir einfach ein komplettes Raumschiff in die Ruinen schicken. Und das dann durch sich durch die engen Gänge schiebt, um nach Geld zu suchen. Das wird schön. So, wen haben wir da noch? Aparoid. Aparoid? Was bist du? Du siehst nach einem Final Fantasy Boss aus. Ich sag einfach mal Final Fantasy. Star Fox? Was bist du? Siehst aus wie eine riesen Weltraummotte. Du bist eine riesen Weltraummotte, oder? Okay. Das Ding habe ich noch nie gesehen. Star Fox Assault, okay. Story war halt auch krass. Das Bowser eiskalt das Observatorium die Kraft aussaugen wollte. Ja, okay, das ist schon. Der erste Boss, okay. Leider noch nie gespielt. Würde ich aber auch gerne mal nachholen, wenn mal Zeit ist. Erhöhte Schwerkraft für dich. Verringerte Schwerkraft, erhöhte Schwerkraft, verringerte Schwerkraft. Entscheidet euch. Omods Mega-Entwicklung, ja. Sieht extrem nach Bravely Default aus. Okay. Na gut, irgendwelche RPGs halt eben. So, erhöhte Schwerkraft, Metallverwandlung für Gegner, erhöhte Sprungkraft für Gegner. Okay, Schwerkraft bloß für mich. Ja, interessant, aber das muss nicht schlecht sein. Mal schauen. So, schwupp. Gehen wir auf Fragezeichen. Wen bekommen wir Schönes? Melinda, yes, okay. Meta Ridley ist auch so eine Motte. Bravely ist nicht irgendein RPG. Es tut mir leid. Ich wollte es nicht als irgendein RPG bezeichnen. Star Fox Assault ist tatsächlich für ein Stream oder LP am besten geeignet von den richtigen Star Fox Spielen. Ist nämlich linear. Ah, okay. Ja, das ist immer so ein bisschen ein Problem. Wobei, man kann ja alle drei Reihen dann durchspielen. Zum Beispiel beim Original jetzt. Wenn es darum geht. Okay. Ja, können wir mal schauen. Wäre, denke ich, mal ganz witzig, das zu machen. So, Melinda. Melinda spielt man ja nicht unbedingt mit Waffen. Keine Ahnung, mit was man Melinda sonst spielt. Weil physisch ist es ja auch nicht. Sie beißt ja niemanden. Metallschreck. Das passt sehr gut. Ah, probieren wir mal so. Auf geht's. Machen wir Ridley platt. Die alte Space-Motte. Ich meine, die Farbe passt wenigstens. Na, du. Ich habe keine Ahnung von Melinda. Okay, das ist der Party-Popper. Aber Ridley. Habt ihr schon mal gesehen, wie Ridley mit so einem Gummihammer verkloppt wird? Und er kann halt nichts dagegen tun, wie gut. Oh, ist das schön. Das ist so schön doof. Ridley so, nein, aua, aua, bitte nicht. Oh Gott, Hilfe. Okay, ich meine starke Schwerkraft, aber wir haben halt trotzdem immer noch die krasse... Oh nein, oh nein. Nein, stopp, bitte nicht. Okay, ist mir hingefallen. Oh, gut. Er hat selber nicht geblickt, dass da ein Dings ist. So, dann baue ich ein Haus mit dir. Komm her. Ich mache ein wunderschönes Haus aus dir. Zack. Come on. Perfekt. Melinda spielt man nicht physisch, sondern eklig. Oh.
Das war nicht so toll, Ridley. Und Melinda angelt einfach so lalala. Schön. Tatsächlich ist die normale Down B von Ridley OP wahrscheinlich. Macht eiskalt 96 Schaden. Ja, gut. Das ist schon heftig. Sagen Sie mal, Ridley, haben Sie dieses riesige Raumschiff zwischen Ihnen und Ihrem Ziel etwa wirklich nicht gesehen? Ja, weißt du, so im in der Aufregung des Gefechts kann man das mal übersehen. Hab gestern mal wieder gespielt, bis ich gemerkt habe, dass mein GameCube-Controller nicht mehr ganz funktioniert. Als erste Level und den Boss habe ich noch geplättert. Na, immerhin. Spiegelungsschutz, ja, perfekt. Sehr schön. Okay, wunderbar. Erster Kampf mit Melinda schon mal erfolgreich gemacht. Was für ein doofer Kampf. In seinem Alter kann man das auch übersehen. Ja, komm. Er war eine riesen Weltraummotte. Da ist das schon mal drin. So, unser neuer Kämpfer. Da gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten. Wir haben Falco noch nicht. Wir haben Fox noch nicht. Würden zwei beide natürlich perfekt passen für die Dings jetzt, für die Great Fox, die wir jetzt gerade eben fliegen. Ich guck nochmal nach, aber es sollte so sein. Ja. Aber wir haben Samus noch nicht. Und da muss ich jetzt sagen, der Planet ist orange. Es sieht sehr stark nach Cebes aus. Ich kann es mir jetzt nur einbilden. Aber es könnte halt auch Metroid sein. Da weiß ich jetzt nicht. Will mich das Spiel verarschen? Ist es so simpel und das ist Falco oder Wolf? Oder ist es Samus? Ja, Fox war beim Herzbrunnen. Ja, Falco oder Wolf, meinte ich. Fox war beim Herzbrunnen, genau. Aber wie gesagt, eine von den beiden. Also ist entweder aus dem Star Fox Universum oder ist es Samus? Der Planet erinnert mich zu sehr an Cebes. Ich sag, es ist kein Zufall. Und Trace war dort unten. Es ist kein Zufall, es ist Samus. Nein, verdammt! Ah! Da habe ich versucht, zu viel rein zu interpretieren. Ärgerlich. Ich finde Star Fox Zero eigentlich am besten für den Stream. Damit kann man viel Spaß haben. Okay. Mal wieder perfekte Prediction. Ey, man muss aber sagen, dass es schon gut gewesen wäre, oder? Also, ich habe jetzt nicht irgendeinen Blödsinn gesagt. Es hat schon alles gepasst. So, jetzt nimm mal Fox. Er muss seinem Flügel mal Verstand einprügeln. Ja, das ist eigentlich richtig. Auch wahr, hab ich erst vor 4 Monaten geholt. Aber 100% gespielt, geiles Game. Deine Erklärungen machen zu viel Sinn. Ja, vielleicht auch. Und Hallöchen, Kenneth Moon. Willkommen. Denkt er an Titania von Star Fox? Ja gut, kann sein. Ich habe die Planeten da jetzt nicht im Kopf, muss ich sagen. Aber da können wir auf jeden Fall Fox nehmen. Das passt schon. Das war eigentlich ein Scherz. Aber jeder darf hier seinen eigenen Geschmack haben. Er hat sogar ein Wolf-Outfit, interessant. Ah, das ist sogar ein krasseres Wolf-Outfit. Ne, wir nehmen mal einen normalen Fox. Mal sehen. Aber wie gesagt, das passt schon. Zeig, was ich dir beigebracht habe. Och Gott. Jetzt stellst du mich aber auf die Probe. 7500 hast du. Sprunghoch ist vielleicht nicht so wichtig, könnte man aber nehmen. Wir können Porygon nehmen. Gut, Xerneas wäre jetzt dezent overpowered, denke ich mal. Oh, natürlich. Ey, wir müssen Mr. Geilheit nehmen. Das ist schon wichtig. Paco Fels Mario dazu. Wir werden so auf die Schnauze bekommen. Aber ansonsten wird das schon passen. Ich habe Titania gehört. Hashtag Fairytale. So, das musste sein. Okay. Kenne ich jetzt leider nicht. Muss dem Spiel Zeit geben. Hm? So, schauen wir mal. Man darf es auch einfach nicht mögen. Ja, das ist auch so.
Komm schon, Geilheit, zeig, was du drauf hast. Oh, das war nice. Ich kann das schneller als du. Ah, nein, 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 das war nicht so gut. Ja gut, okay, das war vielleicht nicht so gewollt. Ah, shit. Er kann das sogar. Also blocken. Er weiß, wie man das macht. Au, jetzt lass das doch mal. Oh, shit. Ah, wie kamst du so schnell hierher? Nein! Ah, schade. Ärgerlich. Das Waifu, was? Ah, schade. Nicht erstes Scarlet, was? Wieso habe ich meinen blauen Ball eigentlich nicht? Das wäre ja sehr wichtig. Ah, jetzt, hallo! Du dummer Vogel, du! Ah, ein bisschen länger warten hätte da geholfen. Bananenkanone. Ah, shit. Yes! Na also. Ja, nein! Du kommst wieder hoch. Ja, okay, tust du. Oh, ich... konnte zuerst nicht springen. Ja, okay. War natürlich ärgerlich. Wie er sich einfach beinahe selber killt, ne? Dann kommst du immer von oben, aber springst hinter mich. Ja, es reicht nicht mehr. Schade. Up-Air nicht vergessen. Ja, aber ich habe das Gefühl, dann bist du doch sehr vorausschaubar, oder? Mit der Up-Air. Hab ich immer so das Gefühl. Ach nee, halt, Up-Air. So, ja. Nicht Up-B. So. Da muss ich auf jeden Fall auch die Überhand gewinnen bei dem Duell. Nein. Ach. Das war schön, aber gleichzeitig. Ja. Also, ich habe ich damals oft bekommen. Mit was jetzt genau? Was? Wieso? Was hast du das denn jetzt bekommen? Das erste Duell. Was? Ja! Ja, okay. der Up-Air. Aber muss man erstmal den Gegner über sich haben. Ja gut, das ist klar. Up-Air, was macht das überhaupt? Weiß ich gerade gar nicht. Okay, ist das so stark? Ja, okay, das ist ärgerlich. Wenn das dann passiert, da bekomme ich so viel Schaden rein. Okay. Dummes Spielchen, aber von mir aus. Ja, war's das? Nein, war's noch nicht. Ja, aber da komme ich nicht mehr hoch genug. Schade. Ich meine, ich müsste einfach einen anderen Charakter nehmen. Dann geht er also nicht einen anderen Charakter, sondern einen anderen Geist. Dann wird das definitiv gehen.
Ich will es jetzt mit dem Typen machen. Bekomme ihn aber auch überhaupt nicht gegriffen. Da dann die Ab-Air raushauen. Keine Ahnung, ob ich das so hinbekomme. Na, großartig. Fox mit Hasenohren. Definitiv, was ich gebraucht habe, ne? Oh, meine Güte. Das hilft natürlich nichts, wenn ich dann einfach von der Stage renne direkt. Okay, die Hasenohren waren ein großer Fehler. Puh. Ja, okay, das war mies. Das war sehr, sehr mies. Hallo? Wieso geht jeder Griff bei dir, aber bei mir nicht? Da. Dankeschön. Was ist das da? Das könnte helfen. Nein, das war so klar. Das habe ich kommen sehen. Das hat mir halt nichts gebracht. Was? Wieso habe ich die jetzt? Ah, verdammt. Du hast immer noch nicht das... immer noch nicht das Waifu, was? Ja gut, mein bester Kumpel hat mich gerade zu seinem 18. Birthday eingeladen. Okay. So, heute dann, oder wie? Oder was? Oh! Wer bekommt wen zuerst? Nein, jetzt! Okay. Dann kommt er halt damit an, ne? Was für ein doofer Kampf teilweise! Ja, da hätte ich ihn direkt greifen können, aber ich dachte nicht, dass er da stehen bleibt. Was ist das schon wieder? Krass, krasser Block. Okay. Okay, sehr gut. Oh, Bananenkanone. Aber das sollte ich eher kontern. Oh, was zur Hölle war das denn? Ja gut, lieber verlieren, als selber davon getroffen werden, nicht wahr? Da sollte ich eigentlich auch mal den Smash-Angriff raushauen. Weil ansonsten, ja, er smasht mich da halt und ich nicht. Ah, so ein bisschen hin, okay. Weil es halt so klang. Er hat mich gerade zu seinem 16. Geburtstag eingeladen, so. Heute? Ah, oh, Mann! Ich meine, ja, ich mache den Kampf gerade im Plus selber schwer, ich weiß es. Aber es ist halt schon ärgerlich, jetzt will ich das eigentlich schon so hinbekommen. Hm. Bisschen länger warten, dann hätte das gepasst. Okay, das macht er dann immer mit dem Griff. Nein. Wer genau weiß, wo ich landen werde. Och, und ich dachte, ich hätte noch mal einen Sprung.
Oh. Na, ah, schade. Das wäre es auf jeden Fall gewesen. Kabam! Na, also. Holla, was für ein Kampf. Puh. Falco kämpft nun mit. Sehr, sehr schön. Das war heftig. Aber bloß, weil wir einen viel zu schwachen Kämpfer hatten. Aber okay, sehr schön. Damit haben wir Falco. Dann fehlt bloß noch einer im Star Fox-Universum. Oder im Star Fox-Roster. Und ja, damit würde ich sagen, war es das für heute auch wieder mit dem Story-Modus. Da wir heute ja leider nicht so viel Zeit haben und noch ein bisschen Online-Modus machen wollen. Deswegen, ja, wie gesagt, war es das für heute. Wir haben die mittlere Stadt voll abgeschlossen. Wir haben uns Melinda geholt mit dem Bus und sind jetzt in den Weltraum vorgedrungen, wo es auf jeden Fall bestimmt noch einige interessante Kämpfer geben wird. Mal sehen, was wir da so alles sehen werden. Und natürlich haben wir dann theoretisch auch einen direkten Zugang zu Kira. Aber sein Schild ist natürlich noch aktiv, das wir irgendwie auch noch zerstören müssen. Und da wird uns wahrscheinlich hier noch irgendwas auf der restlichen Karte erwarten. Wir haben ja immer noch erst die Hälfte freigeschalten. Das ist ja das Krasse daran. Und ja, wie gesagt, dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal, wenn es weitergeht. Mit dem Stern der irrenden Lichter, den Story-Modus von Super Smash Bros. Von Super Smash Bros. Ultimate, das wollte ich sagen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.